Oh, endlich geschafft hier. Alter, ist das schwer hier die Mission gewesen. Oder ich glaube, ich habe mich mega dumm angestellt gerade. Was ich denke. Hallo. Oh, Mädel. Müssen nicht mal Zeug aufsammeln hier. So sieht Schrotze aus. Da lang. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Okay. Weil es sind voll. Ist hier noch jemand? Hier sind immer noch welche. Ja klar. Wenn ihr auf mich schießt. Hast du noch, Alter, hier? Das, ich bin doch, Alter. Na kommt. Kommt. Rückt vor. Das ist schlecht, das geht nie. Das ist dieses Issei. Den Typen da drüben nie. Na klar. Und ihr mich töten wollt? Fuck.
Oh, hi. Du auch hier gewesen? Oh, nein, nein. War das endlich mal, das sind die noch welche Lappen. Es ist, ich will nur zum Schiff, Alter. Und ich hab so ein Chaos. Okay, wenn die da aufsteht, ist ruhig. Ist schon ein bisschen pussyhaft, auf eine wehrlose Frau zu schießen, die eigentlich nur Schatzjägerin ist. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? So. Machen wir das mal weiter hier. So, sind die jetzt fertig? So, haben wir ein bisschen Punkte. Brandmuni. So, ich will die Schrotze fertig machen. Das. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau. Sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Oh. Oh, süß. Hat er sich verliebt in sie? Ich weiß gar nicht, welcher Typ das eigentlich ist jetzt. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten.
Kann sein. Sieht eigentlich cool aus. Muss man sagen. Okay, gibt's nichts mehr. Aber ich sage mal so, zu diesem Schiff gehen wir in der nächsten Folge. Und dann machen wir hier erstmal Feierabend. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Tomb Raider oder egal was ich mache. Haut rein. Ciao, ciao.